Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja vor, ja, es ist schon ein bisschen her, mal ein Video gemacht, also ein Livestream, der hieß Niedrige Basisstationen angucken. Und da waren wir genau hier, allerdings zu einer anderen Zeit, denn das war in der Vergangenheit. Und naja, jetzt hat mir gestern jemand gesagt, hier läuft LTE, was tatsächlich der Fall ist, und hier sollen die Antennen getauscht worden sein, dem regulären Ausbau nach. Ja, also ob es wirklich der reguläre Ausbau ist, also es ist der reguläre Ausbau, es ist nicht der Schnellausbau, aber ob die Antennen wirklich getauscht wurden, das schauen wir uns jetzt mal an. Auf jeden Fall haben wir hier mal die 81088, das ist hier oberhalb von Schillingsfürst. Ja, ob, inwiefern dieser Standort hier wirklich sinnvoll ist, müssen wir uns dann vielleicht in der Theorie auch noch mal kurz anschauen. Weil ich hatte den eigentlich für, also die Antennen sehen wirklich neu aus, für nicht so sinnvoll gehalten, weil hier die Ziegelhütte gleich nebendran ist. Aber ja, hier sind auch neue RRUs. Das gucken wir uns mal aus der Nähe an und hier ist Vodafone. Also was soll ich sagen, alt sieht das nicht aus, ne? ja. Doch, das sieht schon ziemlich neu aus. Ja, ja, das sind... Oh, hallo Huawei. Telefonica Germany. Naja, das sah... Nee, nicht mal, das sah letztes Mal so aus. Meine Güte, das ist alles komplett neu. Das ist alles komplett neu, Leute. Cool, coole Sache. Auf jeden Fall Stromkasten, der ist noch gleich. Wir haben hier die RRUs, da können wir mal kurz drauf gucken. Drei Sektoren. Das sind die 5309, ich glaube, die können zwei Frequenzen, ja genau, die können, oder? Band 20, 800. LTE 800, hier sehen wir das ganz gut eigentlich. Genau, 800. Es steht überall nur 800. Also von 700 ist keine Spur, was mich jetzt wundert, dass auch von GSM 900 keine Spur ist. Weil das müsste ja eigentlich laufen. Ja? Oh ja, es sind auf jeden Fall neue Antennen. Mal schauen, ob wir da irgendwas lesen können. Ne, das sind Cut-Reihen sogar, das sind gar keine Huawei. Aha, das sind Cut-Reihen. Ich kann hier Cut-Reihen lesen, aber das wird man auf dem Video wahrscheinlich nicht erkennen. Ah, doch, kann man sogar. Ja, okay, ich denke mal 700 werden wir hier wahrscheinlich nicht sehen. So schnell ist auch in der Standortbescheinigung nichts drin. Oh ja, das sind neue Cut-Reihen. Ich habe mich schon gewundert, die waren mir für Huawei fast schon ein bisschen zu kantig. Aber solche Standorte hier haben... üblicherweise bei O2 eigentlich immer Huawei bekommen. Ja, Richtfunk ist noch da. Naja, machen wir mal einen Speedtest. Immer erstmal ganz in den Sektor. Oh, guckt euch den RSRP an. Die ist ziemlich niedrig, ne? Da kriegt man richtig was ab. Also das hier ist nichts für Elektrosmog-Gegner, weil die werden sonst schon alle gegrillt. Ne? Naja, wir machen jetzt mal einen Speedtest. Schauen wir uns das mal an. Ja, ich bin auch. Vielleicht muss ich noch ein. Ja, ich glaube, hier wird das Sino ein bisschen besser. Ich bin, glaube ich, einfach zu nah dran. Das hilft alles nichts, weil die Resource Blocks sind da, aber ich bin vermutlich einfach zu nah dran. Ja, ich glaube, hier ist schon ein bisschen besser. 65 Megabits kommen hier raus. Ja, geht doch ganz gut. Nicht schlecht. Weit so gut. Was uns jetzt aber natürlich alle noch brennend interessiert, ist, ob GSM 900 noch läuft. Und ja, GSM 900 läuft noch. Man sieht's. Was uns dann natürlich auch noch brennend interessiert, ist, ob, weil hier lief nämlich mal DCS, aber das läuft nicht mehr. Das sehe ich hier schon im Neighborstyle Table. Wir können ja mal machen. GSM-Band. Mal nur DCS, aber ich glaube, DCS läuft hier nicht mehr. 8513, das ist Wörnitz. Das ist da, wo wir neulich waren, wo wir den Schrott gefunden haben und auch die Huawei
Techniker angetroffen haben. Das habe ich zwar nicht im Video gezeigt, aber das ist hier. Der hat ja 15 MHz Band 3 und DCS daneben. Weil hier lief vorher auch DCS. Jetzt läuft kein DCS mehr. Jetzt läuft nur noch G9 und L8. Ja, ganz schöner Standort, sage ich mal. Wir müssen das theoretisch nochmal durchrechnen, was der alles abdeckt. Weil nämlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es von hier sieht. Eigentlich müsste man es sehen. Aber irgendwo zwischen den Bäumen, nämlich unweit von hier, ist ja der nächste Standort in der Ziegelhütte. Den haben wir auch schon gestreamt, der wo in der Standortbescheinigung auch Band 28 haben oder hat. Ne? Hat allerdings noch kein Band 28, da fehlen noch die Antennen. Wundert mich wiederum, hier hat man sie zuerst getauscht. Naja gut, hier ist allerdings auch LTE 800 schon seit 2018 in der Standortbescheinigung drin, ne? Weil Vodafone hat sich nichts getan, hier sind riesige Panels, die haben wahrscheinlich 20 dBi oder mehr, das ist ein krasser Standort hier. Zumindest, das ist schon riesig, ne? Habe ich aber damals auch schon gezeigt. Ja gut, so viel dazu, was soll man sagen? Läuft. Schade, dass es dass hier weder ein Highband ist, noch ein anderes Lowband oder irgendwas, wobei wiederum ja auch GSM 900 nicht abgelocht ist in der Lochkarte. Von dem her, vielleicht kommt auch noch was. Ich weiß nicht, was die Antennen können, was das genau für welche sind. Das müsste man nochmal rausfinden, ob die auch 700 können. Aber ich habe so eine Vermutung, dass sie das nicht können. Aber das schauen wir uns dann nochmal an. Wenn wir uns das hier auf Sailmap einmal angucken, dann sehen wir, die beiden sind jetzt wirklich, dafür, dass das Ganze ländlich ist, sehr, sehr nah zusammen. Das ist also eigentlich eine ungewöhnliche Dichte. Wenn wir uns allerdings die Abdeckung der beiden mal anschauen, dann sehen wir, dass das tatsächlich doch eigentlich ganz schön gut Sinn macht. Erstaunlicherweise, ne? Weil das hier ist jetzt die Ziegelhütte. Das ist die höhere, die auf 28 Meter ist. Die 83196, die auch noch LTE 700 bekommen soll. Da sehen wir, da decken wir hier relativ viel ab, aber Wörnitz hier hinten kommt gar nichts an. Oh, zum Beispiel, ja, jetzt tun wir das mal umdrehen, da sehen wir genau, hier haben wir diese Abdeckung drin. Wir haben Schillingsfürst selber sehr schön abgedeckt, was wir hier zum Beispiel auch gar nicht haben. Von dem her, ja, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Das heißt, die Netzintegration funktioniert hier dann doch ganz gut. Gut, in dem Bereich hier oben werden wir ein bisschen Interferenz haben, aber auch das ist zu verkraften im Vergleich dazu, wie groß hier doch die abgedeckte Region ist.